es an, gleich nicht knallt und Ladeluftschlauch wegfliegt und so, bin ich eigentlich ganz glücklich. Ich werde ihn ganz alleine unterhalten. Ja, fängt auf jeden Fall sehr gut an. Du machst hier eine Schraube lose. Die ganze Halterung fliegt direkt schon weg, einwandfrei. Dann so bearbeitet. Feuerlöscher haben wir keinen dabei. Brauchen wir nicht. Brauchen wir lassen. Drei Kaskos, selbst für 300 Euro einfach abfackeln lassen. So los. So, wir haben auf jeden Fall einen Tag später wieder. Ist jetzt auf jeden Fall mal alles zusammen. Alles schön tipptopp. Ja, hier hatten wir auf jeden Fall beim Zusammenschrauben schon, wo wir Wasser reingekippt haben, direkt gesehen, dass da undicht war. Das heißt, da haben wir die originalen D-Stränge von BMW geholt. Die hatten aber auch, glaube ich, da konnte ich nur 5 Stück kaufen. Warum auch immer, war schon ein paar übrig. Das waren die hier. Original war da ein schwarzer D-String dabei. Der war ein bisschen dünner. Die hier, die originalen von BMW, die sind ein bisschen dicker. Gut. Kann man immer nur 5 Stück holen, original bei BMW, keine Ahnung warum. Ist aber nicht so schlimm. Dann müssen wir erstmal warm laufen lassen. Deckel ist auf jeden Fall noch offen. Und ja, Lüfter muss angehen, logischerweise. Lüfter, Thermostat auf, wenn das dann alles soweit gut ist. Dann können wir auf jeden Fall mal. So. Ich muss sagen, läuft auf jeden Fall ruhiger als vorher. Schon ruhig auf jeden Fall. Ja, Motorkontrolllösch ist auch aus, alles soweit aus. Ja, das heißt, ich kann jetzt mal so weit zusammenbauen und lassen mal noch warm laufen. Und dann sollte das Ganze fertig sein. Soweit, so gut. Da stinkt es nicht nach Abgas. Hier ist alles dicht, stinkt nicht nach Abgas. Kühlerwasser kommt auch nichts rausgespritzt. Wie gesagt, hier bei dem Flansch, da hast du hier Wasser reingekippt, da kam das schon direkt da rausgelaufen. Kaum sobald du hier die Entlüftungsstopfen rausgeschraubt hast. Hier ist jetzt noch das alte Wasser. Aber. Sonst ist nichts mehr undicht. Ne, also kam auf jeden Fall direkt raus. Tja, an sich. Bis auf den Kopfdichtung haben wir eigentlich schon so gut viel neu gemacht. Die ganzen Unterdruckschläuche habe ich auch nochmal 2-3 Stück extra neu gemacht. Ja, der Trotter sitzt halt hier direkt. Ne? Geht dann direkt auf den Bremskraftverstärker. Und dann hier an die einzelnen Leitungen. Läuft auf jeden Fall ruhiger wie vorher. Also kann man nicht meckern. Steuerkette macht auch kein Balaver. Das ist alles soweit so gut. So, ja, der Herr Grünhäuser macht jetzt die Probefahrt, einwandfrei. Ich bin mal Beifahrer, ich muss nämlich gleich noch mit dem Laptop ein bisschen was gucken. Im Ladedruck und so ein Scheiß, dass ja nichts flöte geht. Wenn es gleich nicht knallt und Ladeluftschlauch wegfliegt und so, bin ich eigentlich ganz glücklich. Ja, ein bisschen Saft hatten, aber... Ja, das müssen wir noch ein bisschen einfahren. Müssen wir, glaube ich, noch ein klein bisschen langsamer machen. Ich bin der abnormale Windgeräusche hier. Ja, Wassertemperatur hast du im Auge. Ja, Klimaanlage kann man auch mal anruppen, muss ja alles funktionieren. Fahren hier will ich. It was at this moment that he knew he fucked up. Dann so bearbeitet. Was war das? Reifendruck braucht man jetzt. Also ich würde tatsächlich behaupten. Das Ding rennt wieder wie ein Hobel. Vom Fahrgefühl her. Ich sag, das sind genauso die Geschichten, die ich brauche. Aber merkt man die Kupplung ab und zu ruppen. Das ist wie in dem scheiß Öl. Aber ich bin auch der Meinung, das Öl, das kommt von einem Servo-Scheiß. Also ich habe da jetzt mal unter die Ansaugbrücke die Leitungen da gesehen. Aber der beschleunigt. Für einen 3-Liter-Motor ganz gut, ja. Ultra stark. Also an meinem Partikelfilter habe ich leider keine Sonde entdeckt. Anstatt dessen habe ich so einen Blindstopfen entdeckt. Ja, beim Euro 4 weiß ich nicht, ob das jetzt so ist oder nicht. Könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Feuerlöscher haben wir keinen dabei. Brauchen wir nicht. Brauchen wir lassen. 3 Kaskos, selbst für 300 Euro einfach abfackeln lassen. Ja, Kupplung merkt man ab und zu da ruppeln.
Aber es sieht echt schön an. Da muss ich ja sagen, wie es ist. Ja, ich denke schon. Ich glaube. Vielleicht noch einmal am Kühlerwasser gucken nach der Probefahrt. Immer wichtig. Ich hätte da auch schon wieder Spaß für im Winter, so ein scheiß Kistchen zu kaufen. Aber die gehen vom Preis her noch. Deswegen, wenn du die dann mit 300 PS. Ah, mir wird doch die Serie reichen. Boah, 230, das geht ja auch noch. Ne? Das wird mir schon reichen. Das reicht ja bei dem Auto. So schwer ist sie ja jetzt auch. Ne? Nee. Nö, das heißt. Einmal nochmal Fehlerspeicher auslesen. Dann schön ja, einmal. Das reicht hier tatsächlich nichts an, außer der Reifendruck. Und dann ist ja scheißegal. Ja, das ist ja jetzt lang gestanden. Die Temperatur bleibt auch konstant. Ah, der zieht schön zügig. Ja, solange Togo jetzt nicht abraucht, die Welle hängen bleibt oder wegfliegt, sollten wir eigentlich das Richtige gekauft haben. Ja, der Bestand kommt auch schön beschleunigt. Ja. Ansonsten, jetzt sind zwar viele Schrauben an dem Auto, aber man kann es machen. Jetzt braucht das Ding erstmal nochmal ein paar neue Felgen. Der macht Spaß. Der ist auch nicht zu brollig. Nee, der ist auch nicht zu groß. Ich finde den genau passend. Der kannst du mal schön sportlich machen in hier mit ein paar Trittbretter vorne, den Scheißdreck. Da könntest du richtig geil machen. Da könntest du Mafia-Kram draus. Ja, einwandfrei. Ja, gut. 2000 Jahre später. Ja, gestern war Freitag der 13. Wie das dann halt immer so ist, muss natürlich Freitag der 13. uns auf was sehen. Ich hätte wieder viel zu schnell. Auf jeden Fall, die schöne Berlingo. Da waren wir jetzt soweit fertig mit Radlager, Reifen, Verschleiß und, und. Ja, wie das dann halt so ist, sieht man auch hier schon am Abschlepphaken, ist dann natürlich die Kupplung weggeflogen. Und wie wir das alles so schön kennen, also zumindest mal die Mechaniker, die aber auch bei Citroën schaffen, ich höre, wir haben heute den 14. Wieder ein schöner Samstag, 8 Uhr morgens und ich bin schon wieder am Schwitzen. Was weiß ich, Alter. Ja, der Grünhäuser ist bestimmt gleich auch noch da. Der geht wahrscheinlich wieder Autos kaufen. Der Kameramann ist halt sehr ruhig. Muss die Leute hier ganz alleine unterhalten. Ja, fängt auf jeden Fall sehr gut an. Du machst hier eine Schraube lose. Die ganze Halterung fliegt direkt schon weg, einwandfrei. Hier sind schon andere Schrauben drin. So, also 25 Schrauben für eine Abdeckung nenne ich mal okay. Uns das wieder rumgefutschelt hat oder gut, auch nicht schlecht. Marderschutz hatten ja drin, eben schon wieder fast eingeballert bekommen. Einen Tag später, ich habe jetzt soweit mal abends alles zerlegt. Also ich muss sagen, bei dem Motor ist das natürlich wieder ein Träumchen, hier eine Kupplung zu machen. Haben dann halt, die ist hier hinter dem Halter noch eingequetscht und jetzt hier die ganze Sicherungskasten rauszuholen, so wieder. Die haben einfach hier auf Seite gemacht, dass man hier überall drankommt, Schaltgestänge, bliblablub, was man halt so abmachen muss. Ja, ich sehe schon wieder nur noch. Mehr sehe ich da schon wieder nicht. Ja, dann ist er natürlich bei dem Modell hier, ach, ich weiß nicht, wenn ich die Dinger hier generell sehe, dann habe ich dann hier noch eine 16er Schraube, wo du mit der Langnuss nur dran kommst, aber da sitzt direkt ein Getriebehalter davor. Das heißt, Getriebehalter weg, dann die Schraube. Ja. Ich kann ja schlecht wegflexen. Und dann haben wir noch hinter dem Motorblock einen Schraubsitz. Da haben wir drei Schrauben zu lösen. Zwei. Und zwei. Den Halter. Da das habe ich schon. Oder? Genau. Ja, komm, lass mal fallen, oder? Gibt es ein neues Getriebe oder nur eine neue Kupplung? Eine neue Kupplung. Ist das blöd, dann lass mal Getriebe dann doch nicht fallen. Wäre jetzt mal schön einfach gewesen auf Samstag. Ich quatsch dich mal schön doof zu. Kannst du den Marder immer unterhalten? Vielleicht ist er noch da. Junge, was müssen die doch im Bauch wie an, die scheiß Viecher? Oder wenn die sich die ganze Zeit der Zeug da reinfühlen? Ich glaube, die bauen nur ein Nest da so aus. Die, echt? Die essen halt gar nichts. Nicht? Die wären längst tot, wenn die das essen würden. Da ist nur Asbest drin. Junge, also Kostun, rauchen ja nicht. Kostun ist das ja nicht. Wer weiß halt, die rauchen. Der guck mal, der Modulo qualmt, der inhaliert halt alles. Das sieht ja mal spacig aus, oder meinte ich? Das sieht aus wie im Rennsport. Guck mal hier. Ein S drauf gemacht, schön die Dinger hier und so zu. Das sieht aus wie im Rennsport. Das sieht aus wie so ein dick Tussi mit Strapsen an. Michelin-Männchen mit Strapsen. So regelt es, sieht hier aus. Alles das sind die Rouladen, die da drin liegen. So, Kevin, dann. Jetzt kommt gleich wieder. Geld kann man wieder Zeit, hab schon lange nicht gehört. Ich war in Wochen in der Bahn. Wir haben schon fast den Sommer hier, wie damals den Audi.
Oh Gott! Ihr könnt dann mal in die Kommentare schreiben, ich würde mal gerne nächsten Monat ein neues Auto zulegen, weil ich mal kaufen soll. Aber bitte nur 90er Jahre. Ja, einfach nur was zum Rumbasteln. Ich komme mit dem Eifer gerade nicht weiter, ich warte auf Teile, das ist Ewigkeit. 3, 4, 5 Monate Lieferzeit für einen scheiß Bodykit, das ist schon eine Krise. Das geht mir schon wieder auf die Piste. Einfach warten. Ich sehe schon, kommt da, dann wird der Winter ab. Das ist ja kalt wie ein Sauna, hast du ja keinen Bock da drauf, da geht dann auch nicht mehr auf den Sack und dann ist es weg. Dann hast du nachher wieder eine Scheiße. Ey, die Kiste hier rostet weg. Was ist das für uns überhaupt? Was für eine Kiste? Ja, hey, guck mal, die Scheiße hier dran. Nicht alles oder? Was ist das? Oh, leck um mio. Also ich glaube, den Marder hat er schon mal gehabt. Oh, da kommt schon aber ganz schön. Knusprig. Die Kleinox-Wurstings. Ja. In der Weihnachtsbäckerei. Ja, frei. So, pass auf. Hast du los, oder was? Nee, denkst du nicht. Ja, was ist denn los hier? Hängst du, oder was? Ja, ich glaube, die zwei Schrauben, die gehen mehr arbeiten, wie das, was ich den ganzen Abend gemacht habe. Deswegen hast du uns gesagt, kommst du mal vorbei, gell? Genau so sieht er aus. Mhh. Alter, so weit ist es noch nicht. Einmal frei. Oh, ey, ne? Ich höre, das hier ist doch mein Rohr für die Radschrauben aufzumachen. Ja, sicher. Das ist ein Auspuff, der neuen. Dann aber. Schöne Rückenbretters. Ich hab extra eine bestellt, die. Ich hab's dann fast zu der Kopfmaß haben. Gesicht darin. Dann einmal kurz reingucken kann, ob alles sauber ist. Ob der Kopf die schon weggeflogen ist. Ja, ob die nicht hinten drin klemmen. Oh, das hier ist doch schon wieder. Warum baut man so eine Schraube da rein, Mann? Ja, damit ich wieder 3/4 Stunde in den Schatz habe. Ich schwör. Der, das ist es. Das hier ist doch. Das hier ist schon wieder Zeitverschwendung, ne? Du machst den Kraftaufwand und ich mach die Geräusche. Wir teilen uns das halt ein bisschen mit der Arbeit. Okay, wir sollen denn doch den Motor besser raus. Da komm ich immer noch an die Schraube dran. Ja, lass uns mal. Ja, das ist ja auch geil. Das ist Nummer 8, die Hand. In dem werde ich Sarah erledigt. Ja, aber direkt beim Hersteller hingehen muss, wo die kleinen Kinder noch schaffen. Ja, in die. Rückrufaktion nennt man sowas. Das Auto muss leider wieder ins Ausland exportiert werden. Was für eine Schraube hier, so? Einmal eine gute Tat getan, einem schönen Kunden, die Schraube auch wieder auf. Jetzt ist Jesus immer glücklich. Die sind auch gnadenlos, ne? So, deine Frau will auch für ein Video drehen. Absolut gnadenlos, wenn du die Video schneidest. Dann geht alles viral durch die Dinge. Ich habe eine ganze Nacht durchgemacht, für noch mehr. Ich verstehe das aber auch nicht. Komplett. Früher konnte ich ganz Bock machen. Ja, mit was wohl? Ja, das ist die andere Geschichte, aber. Also richtig. Bei mir ist immer alles eingetragen. Ja, bei mir ist ja jetzt auch alles eingetragen, deswegen. Ich will dann einfach mal sagen: Hier, Freunde. Ruf mal den Leindecker an. Ja, fahr mal vorbei, komm. Ich mach mal Termin. Hey, Leindecker, ich komm mal bei vor Termin. Warum? Da ist ja schon heute alles eingetragen. Einmal frei. Der Bolzen, ey. Der ist ein bisschen am Mond Haares. Scheiße. Das ist eine dicke Hand. Da hätten wir schon wieder. Ey, so, hätten wir mal gesagt. Da müssen wir die Kiste jetzt hochheben. Mhm. Oh, da freue ich mich. Da geht ab. Jetzt heben wir die hoch, da fällt die von alleine raus. Ich wollte mir so eine schlechte Reality-Talk-Sendung, weil wir nichts mehr wissen, was wir wissen. Nur wenn der Hämmer ist oder was, ne? Oder geht es? Das Problem ist, das Video geht 15 Minuten oder 20 Minuten und der kriegt noch keine zwei Schrauben in 15 Minuten. Was haben, was haben wir im Video geschafft? Und zwei Schrauben sind raus, ey. Habt ihr gesehen, eine lange Brecheisen gehabt. Jetzt geht's ab. Das können doch nur Mechaniker. Ich glaube, ich habe in meinem Leben doch kein Brecheisen am Boden benutzt. Jetzt müssen wir ein Schaltgestänge haben, Leute. Flex hat doch einfach ab, da tun wir nicht mehr, aber schweißen. Genau. Du weißt, ich stehe auf Schweißen. Richtig über den Brecheisen und kommt mit der Flex angekracht. Ja, schweißen, ich stehe da. Alles erst kaputt, man da wieder zusammenschweißen. Dann halt immer so ist, haben wir natürlich wieder Motoren hier in der Werkstatt. Das, wenn ich selber nicht weiter weiß und denke mir so, ui, gibt ja sowas wie YouTube, guck doch mal schnell. Man findet kein Video von dir, jedes Mal, wenn wir ein Auto hier in der Werkstatt haben, ne? Und ich mache das erste Mal. Ohne Scheiß, das ist das einzige Vorteilhafte hier an dem Kanal. Hier findest du wirklich bei uns dann Sachen, dass wenn so Leute selber so ein Berlingo daheim haben, wollen selber die Kupplung wechseln oder auch vielleicht nur den Anlasser wechseln wollen, ne? Hier seid ihr richtig auf dem Kanal. Recht, ob mir Hobbys haben. Ja, sagen wir am besten gar nichts mehr. Nee, wir haben keine Hobbys. Wenn einer sagt, was macht ihr denn in eurer Freizeit, Brüder Customs?
Bruderschaft der Customs, sagen wir mal gerade gar nichts. Wir gucken uns Riga-Kataloge an. Oh, Kataloge. Riga, wie heißt das? Kataloge oder Kataloge? Yes. Ohne Abgasanlage abzubauen. Wer schafft da sowas? Neue Partikelfilter, alles drin gelassen. Alter. Ah, das ist Customs. Der da geht aber nicht. Er hält die Schlangen. Das ja, genau. Kopf wie Wasserbeule, aber kommt überall durch. Einwandfrei. Würde ich sagen, wir legen uns das Getriebe jetzt hier drauf. Dann kommen wir nämlich schön an die Kupplung dran. Gut, wenn du zwei Massen Sprungrad auch neu machen muss ganz raus, aber nur für die Kupplung. Das Getriebe ist jetzt mal so weit auf Seite gelegt. Ihr seht auf jeden Fall, das Ausrücklager ist komplett am Arsch. Das muss komplett neu gemacht werden mit der Kupplung selber. Schwungrad hat soweit noch nichts abbekommen. Sieht man mal, wenn man nach rechts und links wackelt, ob da die Feder gebrochen ist oder nicht. Jetzt halt, man hat einen Glocken beim Anfahren. So, da sieht man auf jeden Fall schön die ganzen Späne, wo das Ausrücklager sich zerteilt hat im Getriebe. Ja, aber sieht trotzdem noch schön aus. Ja, nur ein paar Schleifspuren, aber ansonsten. Da haben wir schon schlimmer gehabt. Man wollte gerade sagen, ne? Da waren schon. Wo einer mit der Flex nachgeholfen hat, hat er ein bisschen ausgehöhlt, damit er da reinpasst, der Wandler und so Sachen. Ja, da haben wir schon. Das waren ja schon ein paar Wagner-Modelle ja, hier. Genau, ja, genau, das war so ein Wagner-Modell, ja. Richtig, das ich doof gekauft habe. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, der wollte Rinzi, genau, Schalter, Motor und Automatik, Getriebe war es. Platt an sich hat jetzt auch nicht so schlimm was abbekommen, ne? Kupplung ist halt so oder so mal runter, also da ist nicht mehr viel zu holen. Die ist geplant, die ist zu holen, ne? Hier sind auch noch Teile von unserem zersetzten Ausrücklager. Ja, nicht so. So, jetzt erklärst du noch mal, wann siehst du dann, dass die verschlissen ist? Ja, genau. Wenn sie erstens mal so schön klassisch ist, das ist ja nicht anders, wie wenn Bremsbeläge hart sind. Und diese komischen und Rillen. Und wenn komplett die Rillen hier bis zu den Nieten. Wenn auf jeden Fall die Kupplungen fast windig mit den Nieten sind. Ja. Also wenn es hier schön glatt ist. Also es geht auf jeden Fall um Millimeter. Ich meine, das hier ist Asbest, also von daher. Ja, das sind die Torsionsfedern. Beim Einkuppeln nochmal schöne Dämpfer. Ja, ansonsten haben wir ja nicht viel bei unserer Kupplung zu erklären. Ein paar Stück haben wir schon auf dem YouTube-Channel gehabt. Das sind hauptsächlich die Michi-Kupplung-Dinger, so. Die Freck-Kupplung. Bei den Belingo-Modellen ist es tatsächlich, glaube ich, wichtig, wenn man jetzt nicht so vom Fach ist, also ausbauen mit den Nummern, weil... Ja, es gibt auf jeden Fall viele verschiedene. Deswegen haben wir jetzt erst ausgebaut, besorgen jetzt die Teile und dann bauen wir ein. Er hat doch schon mal ein Auto, wieder mal falsche Getriebe drin, für dann passend Auto. Da kann man sich auch dran erinnern. Ja, ein BMW. Auf jeden Fall hatten wir ein BMW Touring, glaube ich, gell? Ja, Diesel auch. Diesel, genau, hatten wir auch eine Kupplung gehabt. Kupplung und so war soweit richtig. Ja, nur das Getriebe war falsch. Das heißt, du hast quasi auf die Kupplung gedrückt und der Zylinder kam dir entgegen. Waren Millimeter, die gefehlt haben. Nach dreimal Aus- und Einbauen haben wir dann auch gesagt. Alter, waren wir Spezialisten. Anderthalb Stunden Ein- und Ausbau. Getriebe. Genau. Da waren wir, aber nur beim dritten Mal waren wir dann fix. Gut, dann waren noch in zwei anderen Werkstätten und die dementsprechend, die dritte Werkstatt war, glaube ich, dann wirklich BMW-Vertragshändler. Die haben dann direkt gesagt, hier ist das falsche Getriebe drin. Da war ein Benziner-Getriebe. Aber es hat wirklich alles einwandfrei gepasst. Es ne? War irgendwas anderes. Ich glaube, einfach vom anderen Modell war. Aber da ziehst du natürlich so direkt jetzt nicht. Ne? Dementsprechend hat es wirklich die Millimeter. Es hat nur halt vorne. Ja. Hast gemerkt, der Druck, das war anders. Das hat einfach. Ja, dementsprechend ist es eigentlich immer gut, wenn es so viele verschiedene Kupplungen gibt, einfach auszubauen, zu gucken, fertig. Da kann man auch nichts falsch machen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das nochmal passiert. Das war nämlich echt tragisch. Das war ein Sonntagmittag, ich werde es nie vergessen. Von morgens 10 bis abends um 18 Uhr. Nur getrieben, rein, raus. Jetzt haben wir auf jeden Fall neuer Tag. Getriebe haben wir soweit schon mal sauber gemacht, alles Sprungrad geprüft. Wie gesagt, wenn die Federn brechen, habt ihr meistens Spiel oder Glocken beim Anfahren. Ja, gehen wir mal hier zu unserer neuen Kupplung. So, der All-Inclusive-Set. Dann Öl. Schön. Litterchen haben wir noch da. Dann haben wir extra gesagt, wir holen den Hebel mit neu, weil der gerade hier bei der Nehmerstelle komplett zerfetzt ist. Machen wir den lieber mit neu. Ja. Ansonsten haben wir hier unsere LOK-Kupplung. Hier ist das Juli-Stück. Wie gesagt, je nach Motorvariante, Getriebevariante und so ist das immer ein bisschen unterschiedlich.
unser Ausrücklager, was dann halt später hier auf unser Ausrücker drückt. So. So rum. So rum ist richtig. Ja, und dann kann er dann so da drücken. Ja, viel vom Aufbau ist jetzt halt nicht. Unsere neue Platte. So wie es sein soll. Schön alles neu. Perfekt. Und unsere neue Kupplungsplatte. Schön wieder mit neuem Belag, so wie es sein soll. Denkt dran, getriebeseitig oder nicht getriebeseitig, steht meistens hier drauf. Ich würde sagen, dann gibt es von KS Tools halt ein Werkzeug einblenden, da kann man sehr gut die Getriebeglocke zentrieren. Geht auch jetzt bei unserem Fall noch. Damit werden wir jetzt zentrieren, reinschrauben und dann wieder zusammenbauen. So, Getriebe haben wir draufgejuckelt, alles tippitoppi. Rundherum festschrauben, dann den Anlasser, dann die Antriebswellen, dann Getriebe reinfüllen und dann erst oben zusammenbauen. Ja, dann soll das Ding gleich fertig sein. Ja, Kupplung ist auf jeden Fall soweit drin. Probefahrt ist auch perfekt gewesen. Einziges Nervige ist halt der Motorhalter da rechts. Gut, die Strebe kann man rausnehmen, muss man nicht. Vielleicht beim Zwei-Massen-Schwungrad ist es besser. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Wie sie verbaut das Ganze, aber passt schon. Da ist der Berlingo wieder einsatzbereit.